Ein recht herzliches Ich bin's mal wie euer Matze85. Wir machen schnell weiter unsere Düngung, so dass wir hier zeitnah die Fläche Wiese hinkriegen und anschließend noch die andere Fläche. Deswegen spute ich mich eigentlich mit dem Düngerstreuer schon lang hin, in Hoffnung, dass wir zeitnah fertig werden. Aber ich denke mal, das werden wir schaffen. Dann kann man die Zeit hochnehmen und daher spute ich mir jetzt eine kleine Runde und lasse den kleinen Streifen offen. So, dass wir hier weiterkommen, und zwar düngen, bis der Ast kommt. Wie gesagt, unsere große Fläche noch, und dann sind wir auch schon fertig mit Düngen, und dann können wir die Zeit hochnehmen. Zeit hochnehmen, dass wir in Hoffnung, dass wir in naher Zukunft viel, viel Geld machen. Und daher fahren wir jetzt einmal unsere Runde weiter und machen unsere Düngen schnell fertig, so dass wir hier ordentlich, wahrscheinlich ordentlich erstmal Geld machen können. Aber uns ärgert momentan die Dunkelheit. Und daher will wir uns mal sputen und dann setzen wir einen Helfer ein. Vielleicht machen wir einen Auftrag nebenbei, aber lass uns mal überraschen. Aber ich denke, das wird nicht passieren, und daher schweigen wir dich in die Gänge und fahren uns das Vorgewinde fertig hier oben, dass der hier weitermachen kann bis zum Abwinken. Und deswegen sputen wir uns mal eine kleine Runde. Fahren hier oben gleich lang. Und dann setzen wir Helfer in und fahren mal eine Runde mit dem Helfer lang hin. Aber ich will auch hoffen, dass wir hier zeitnah die Flächen fertig bekommen. Oder die Fläche fertig bekommen, und deswegen Feuers und lang hin. Und daher müssen wir es auch schaffen. Da steht unser Drescher schon bereit, den wir schon letztes Mal hergestellt haben. Aber daher müssen wir noch mal ein bisschen sputen. Denn ich weiß nicht, was der nächste Tag sagt, was wir da an Geld haben. Und deswegen lass uns mal überraschen. Aber ich dachte mir so, wir kaufen erstmal in eine Fuhre. Wie ist das? Raps. Dass wir da noch ein bisschen was auf den grünen Zweig bekommen. Und daher fahren wir heute noch mal uns kräftig ab. Ab, dass wir hier die Fläche fertig bekommen. Und daher steht auch viel, man hat dann viel Raps rum auf die anderen Flächen. Nee, ist das Raps? Ist das Raps? Ich weiß es nicht. Aber wir können schon mal die Zeit hochdrehen, dass wir hier zeitig oder zeitnah in diesem Part noch auf den nächsten Tag kommen, so dass wir hier ordentlich was machen können. Aber wir gucken mal schnell in den Aufträge. Vielleicht haben wir irgendwo noch was wir machen können. Momentan sieht es richtig schön pleite aus. Mähen. Zur Ernte, Düngen, Pressen. Feld 23. Hat man das nicht schon? Hier oben. Wo ist es denn? 22? Hm? Hier oben das Feld. Lassen wir mal die Finger weg. Ist halt ziemlich groß. Aber wie gesagt, in der Nacht bringt es uns nicht viel. Wie gesagt, in der Nacht bringt es uns nicht viel. Und dann lassen wir mal die Finger weg und wir werden unsere Fläche schnell mal durchdüngen. In der Hoffnung, dass wir hier ziemlich zügig weiterkommen. Und wenigstens hoffentlich die Nacht durchkriegen, denn wir sehen ja momentan so gut wie gar nichts. Oder fast gar nichts mehr. Und daher lassen wir den laufen. So dass uns der Dünger wegläuft und hoffentlich das Geld wegläuft. Wie gesagt, dann sind wir auch fertig mit Düngen hier die Flächen. Würde ich hoffen. Wo ist denn unsere Fläche? Ja. Gedüngt haben wir sie denn fertig. Passt ja auch. Und deswegen lassen wir uns mal hier noch hier lang hindüsen. In Hoffnung, dass wir hier noch viel erreichen. Aber können wir jetzt halt richtig hochnehmen, dass wir wenigstens zeitnah in den nächsten Tag kommen. Warten wir noch die paar Minuten. So, der dreht erstmal auch jetzt eine Runde. Und daher müssen wir halt noch ein paar Minuten warten. Wird gleich richtig stockdunkel und Holz brauchen wir nur einzufangen. Denn da fehlt uns noch ein bisschen das kleine Klingel dafür. Und in dunklen Bäume fällen, na Halleluja. Aber jetzt lassen wir ihn ja mal fertig machen. Ich denke mal so 8-9 mal runter.
8, 9 Bahnen werden es werden. Aber da werden wir auch noch ein paar Minuten brauchen, bis wir da sind. Ich denke mal, in diesem Part werden wir hier bloß auf Dingen arbeiten. Ja, dann wird es dunkel. In Hoffnung, dass es dunkel wird. Aber das Geld läuft auch lang hin. Aber ich werde das mal schon was umändern. Hier in den Sachen. Wo steht das? Saatgutdünger. Dass es unseren eigenen Dünger nimmt. Da kommen wir doch billiger als wie. Ja. Kommen wir billiger als wir als andere. Lassen ihn mal schnell lang hinarbeiten. So, er hat auch schon mal die Bahn geschafft. Das dauert nicht mal lange. Und die Nacht ist auch halb durch. Heute ist mal Zahltag. Was? Was geht eigentlich noch mit dem Kredit? Aber das ist schon die nächste Wachstumsstufe. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen drauf aufpassen, dass wir nicht in die letzten Wachstumsstufe hinkommen. Aber ziemlich dunkel ist es ja noch nicht. Das ist noch ziemlich helle. Ich dachte, es wäre dunkler. Aber es geht ja momentan noch. Aber Dünger pro Unifüll, das passt auch ganz gut. Mit seiner 18 Meter Arbeitsbreite. Aber es läuft ja auch relativ gut hier und deswegen gehen wir schnell durch, machen unsere Fläche fertig. In der Hoffnung, dass wir heute noch fertig werden. Da fahre ich eigentlich mal mit Helfer mit. Denn wir haben momentan noch nicht viel andere Arbeiten. Und deswegen müssen wir erstmal auf den grünen Zweig kommen. Vielleicht noch ein paar Düngeaufträge annehmen in der nächsten Runde, wenn es geht. Und dabei mal hoffen, dass es geht. Aber wir müssen erstmal hier fertig machen. Dann mal schauen, vielleicht nehmen wir ein paar Aufträge an, die wir nebenbei machen können. Wollen wir hoffen. Und deswegen, lass uns mal überraschen, wie weit wir hier kommen. Und Ding haben wir schnell die Fläche fertig hier mit den Helfer. Naja, heute ist halt eine langweilige Folge. Ding, ding, ding. Aber die ist auch bald geschafft und deswegen werden wir uns bald in der Ernte verschwinden, die hauptsächlich mit der Hand arbeiten. Aber wie gesagt, wir können noch nicht viel machen. Unsere Flächen sind auch noch nicht so weit im Wachstum. Ja, muss ich etwas gerader machen. Wachstum noch nicht weit. Wie gesagt, was kosten uns die Flächen hier? 56.000. Da sind wir noch weit, weit weg. Wie gesagt, eventuell könnten wir es dir schon holen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ist noch nicht jeder Tag Abend und daher. Jetzt wird es nochmal richtig dunkel. Und daher fahren wir erstmal unsere Runden noch lang hin, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein paar Euros machen. Und deswegen haben wir es auch gleich geschafft. Das sind vielleicht noch drei Bahnen. Aber jetzt müssen wir die Zeit mal richtig runternehmen, sonst stehen wir in der Ernte und kommen nicht durch mit der Düngung. Da haben wir wieder einen Nahrungsstreifen da und das bringt uns halt nicht die Pluspunkte. Aber nun lassen wir ihn mal schnell durchlaufen. In Hoffnung, dass wir hier zügiger fertig werden, als wie Zeit dran ist. Und deswegen werden wir demnächst noch einen Traktor kaufen müssen. Ja, was müssen wir als nächstes noch machen? Traktor kaufen. Ja, und dann anschließend die Heutechnik, dass wir da unser Heu machen können. Und deswegen warte ich eigentlich auf den ersten Schnitt oder die erste Fuhre Raps, den wir verkaufen. Daher können wir uns mehr leisten. Vielleicht schon einen Acker mit dazu. Und deswegen einfach mal abwarten und Tee trinken. In Hoffnung, dass er hier zügig durchmacht. Da gucken wir gleich nochmal durch, was er hier
An Düngung, ach, da muss er schon noch 2 Bahnen und dann müsste denn schon fertig sein. Und er dreht um, das machen wir schnell mit der Hand, denn da sind wir schneller als wenn er die ganze Zeit rückwärts fährt. Und ich habe die Fruchtzerstörung drin in der Klasse und die werde ich aber auch nicht rausnehmen. Aber jetzt haben wir hier schon mal die Düngung drin. Lassen wir ihn lang hinlaufen, in Hoffnung, dass wir nicht so viel Schaden machen. Und daher können wir dich schon mal auseinanderklappen. Oh, zusammenbauen, dass wir hier gleich mal anfangen können zu schneiden im nächsten Part. Also mal ein bisschen weit weg von Gut und Böse und deswegen koppeln wir uns erstmal an. Den Kleinen. So, dann haben wir den auch schon mal betriebsfertig. Wir haben noch einen Traktor. Ist das jetzt unser Traktor? Das will ich jetzt ja auch nicht. Wie gesagt, hätte er ja in die Miete zurückgeben. Ja, wir haben 2 Traktoren. Gut zu wissen. Müsste man ja vorher wissen. Aber unser Glück. Und deswegen halten wir das mal an, klappen dich zusammen und nehmen die Zeit mal richtig hoch. Enden davon, dass wir zeitnah die andere runterkriegen. Werden wir demnächst keinen Traktor kaufen, denn wir werden einmal mit den 2 lang hinarbeiten. Und deswegen werden wir uns erstmal im nächsten Part darum kümmern, dass wir in die Ernte verschwinden können. Und dann anschließend schön ordentlich unseren Gras machen können und vielleicht noch eine Fläche kaufen. Oder 2. Da lasst euch überraschen. Aber erstmal dich wegstellen. Und dann anfangen zu arbeiten. Vielleicht auch noch eine Presse dazu nehmen. Ja, Presse brauchen wir sowieso. Und deswegen lasst euch einfach mal überraschen. Stellt man nicht ab. Wascher, dann brauchen wir den erstmal für die Hänger. Ja, den nehmen wir für die Hänger. Und deswegen stellen wir uns die schon mal hier hin. Die Uhr hier am Ackerrand hin, dass wir dann zeitnah loslegen können. So, den haben wir auch schon dran. Dann können wir nämlich zeitnah loslegen mit der Düngung. Ach, hier ist schon noch Kalk. Da werden wir noch mal schön ordentlich warten. Innen hoffen, dass wir dann nicht ins Feld rein müssen. Ja, was machen wir mit Ihnen? Ah, wir müssen ja umbauen. Die hat der Frontanbau. Deswegen werden wir den irgendwie jetzt umsetzen, den zur Seite stellen und uns den hier schnappen. Und der wird unser Abfahrer sein für die nächste Zeit. Und dann wollen wir hoffen, dass endlich mal die Ernte soweit ist, dass wir loslegen können. Enden hoffen, dass wir endlich mal loslegen können. Jetzt ist es schon erreicht. So, aua. Wir werden uns hier nochmal die erste Anschnitt machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann müssen wir halt nochmal abbunkern, innen laufen, dass wir dazu noch was schaffen. Schon noch was schaffen, aber dazu schneiden wir erstmal an. So geht's auch endlich los, dass wir hier ordentliche Massen an Geld verdienen. Müssen wir erstmal hier unsere Feuerwände freischneiden. Ja, und dann haben wir auch schon ein paar Pluspunkte. Das erste Geld läuft und daher können wir uns dann auch sputen. Das Feuerwände runterschneiden in den nächsten Parts. Dann machen wir unseren Raps fertig. Mal gucken, vielleicht machen wir noch einen Auftrag oder lass uns mal überraschen.
Dann werden wir wahrscheinlich nochmal Silage machen müssen und nochmal Geld verdienen, dass wir das nächste Feld kaufen können. Wie gesagt, ich werde mir als erstes erstmal ein paar Wiesen holen, dass wir schnelles Geld machen können mit der Silage. Die können wir halt zweimal schneiden in einer Ernte. Also werden wir uns den nächsten arbeiten, dass wir da das Zeug weg rangekriegen und diese Schnitte machen können. Pressen, wickeln und Co. Da wird ohne Spaß werden. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. An Maschine, da könnt ihr gerne mal hinschreiben. Oder ich bin mal wieder so schnell und mache jetzt erstmal zügig ein paar Aufträge mit fertig. Ne, Aufträge nicht, sondern schneide unsere Fläche runter, dass wir noch unser Geld machen können und dann ein paar Aufträge mit Heu und Co. Dass wir hier nebenbei mal ein bisschen Geld machen können. Und daher fahren wir erstmal schnell das Feuerwende fertig. Wie jetzt auch die Bahn. Aber ich sehe wieder mal, danke, dass ihr immer zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Matze 85 LP. Bedankt sich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wieso will er jetzt nicht? Dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.